Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4, nach sehr langer Zeit. Eigentlich wollte ich ja auf die Schlei gehen, aber den nehme ich dann auch dankend an. Jo, perfekt, dann gleich einmal hier Hopfen, Angeln auch erfüllt, eine Aufgabe. Ei, 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 der hat mich jetzt rumgescheucht. So, in den Kescher und zwar auf folgendem Setup. Natürlich die kleinste Rolle, die ich am Start habe. Eine HSV. HSV sage ich. Eine Alpha 6000. Genau. Und ich hatte bloß 130 Meter Schnur drauf. Also musste ich sehr viel rennen gerade. 25 Kilo Monoschnur. Ist eigentlich für schlammigen Untergrund aufgebaut, aber ich wollte jetzt nicht immer hin und her wechseln. Doppelter Hanf 15 Pop-up, doppelter Hanf 20 Pop-up und Hanfsamen als Dip im Pop-up-Rig. Und zwar klassische Stelle ist da vorne am Eck. Wie immer. Da vorne, genau hier. Und dann einfach so grob in die Richtung, also hier der ganze Bereich. Zack. So, da habe ich einen Frosch dran, weil ich auf Hechtjagd bin eigentlich. Und hier habe ich doppelter Hanf 2020 drauf. Aber da ist die Frequenz überhaupt nicht da. Genau hier habe ich ein bisschen Hecht gemacht. Und hier heute vor fast 2 Stunden habe ich angefangen. Ja, man sieht auch hier vor knapp einer Stunde. Also da war jetzt eine Stunde Pause dazwischen, bevor der nächste reingegangen ist. So, der Frosch schwimmt. Genau. Map ist dann hier oben. Richtung Insel werfen. Hier da vorne ist so ein Baumstamm in die Richtung ungefähr. Also dahin. Ja, halt falsch. Jetzt. Genau. Und das war's jetzt eigentlich schon wieder. Habe ich alles soweit gesagt, was ich noch sagen könnte? Na, jetzt schauen wir mal in die Rekorde rein. Da hat sich jetzt eigentlich auch ein bisschen was getan. Also es waren Rekorde drin von Erdbeer, Oilies bzw. Mais, Kokosahne natürlich. Dann hatten wir eben diesen doppelten Hanf. Ich schaue jetzt mal kurz. Hier Schlei ist immer genau diesen. Wird nämlich jetzt beifangmäßig hier gefangen. Da ist nix. Dann brauchen wir schwarze Amur hier. Genau, der wird jetzt hier mit doppeltem Hanf die ganze Zeit gefangen. Ich kann ja glücklich sein, dass der weiße Amur jetzt nicht hier die Größe gehabt hat. Sonst wäre ich da ja auch mehr am Ausrasten gewesen. Genau, also gerade ist doppelter Hanf richtig beliebt bei den Fischis hier. Ansonsten, wenn hier Flaute ist, einfach hier runter verlegen, hierhin, dahin werfen. Sollte eigentlich das gleiche funktionieren. Ja, ansonsten, das wäre es dazu. Ich schaue jetzt weiter, dass ich vielleicht eine Schleintrophie fange. Schauen wir mal hier schnell rein. Hier ist er. Den wollte ich eigentlich haben. Da bin ich zwischendrin noch drin.
Ausforschen müsste ich dann einmal machen, wenn mir die Frösche ausgehen. Aber das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.